Doch sag schon, was hast du da gesehen? Ich bin eins. Anfang und Ende. Teufel. Hunderte Teufel. Verändert von... Nein. Verwandelt von der Dunkelheit. Einem falschen Gott folgend. Voller falscher Versprechungen. Dieses Böse wird unser Untergang sein. Es ist mein Ziel. Nein. Mein Schicksal, meine Herde zum Licht zu führen. Doch die Schlacht um unsere Seelen, unser Allerheiligstes, können wir nicht alleine kämpfen. Das habe ich gesehen. Nach allem, was du erzählt hast, bin ich scheißglücklich, dass du auf unserer Seite bist, Mann. Hast du einen Namen? Ich hab viele. Aber nenn mich doch einfach Prophet. Back for Blood, die Kinder des Wurms. Ja, hi. Und so. Mir ist gerade tatsächlich was ganz Cooles aufgefallen. Denn bei diesen vier Leuten, die vor ihm standen, oder fünf, ich weiß es nicht, war eine dabei, die habe ich gerade im Camp gesehen. Die stand nämlich hinter mir. Oh, witzig. Und ich finde es schön, dass das mit eingearbeitet ist. Ich habe mich nämlich eben total erschrocken, weil die mich angesprochen hat, wo du das gerade am Einstellen warst. Und dreh mich zu ihr um und guck sie mir an und denk so, hä, stand ich vorher schon da? Nee, oder? Und auf einmal kommt die da drin vor. Witzig. So, also, wir spielen dann wohl mal die 12-7. Dan, leite uns, oh Licht. Militärinfizierte? Oh, schön, sind von Kopf bis Fuß schwer gepanzert. Sie sind gegen Stacheldraht resistent und tragen widerstandsfähige Helme. Mach sie lieber fertig, bevor sie zu nahe kommen. Okay. Oh, no. Und wieder Wailer. Die kennen wir ja. Und am besten nichts in die Luft jagen. In die Luft jagen ist in Ordnung, solange wir keine Alarme auslösen. Oh, jetzt habe ich mal Karten, die ich benutzen kann. Schön. Nein, das sind aber andere Karten, die ich meinte. Ja, dann keine Ahnung, was du meinst. Ich nehme die Nummer 3. Nee, ich nehme dreimal die Nummer 1. Ah, eine Brandkarte verfügbar. Ja, genau, die Brandkarten sind das. Vielleicht hatte ich bisher einfach noch keine Brandkarte. Also Ich habe da richtig viele von. Ich weiß, zwei habe ich davon erst gerade eben gekriegt. Ich habe nur vier davon. Verleih dir selbst ein besseres Scharfschützengewehr mit zufälligen Aufsätzen. Shotgun, nee. Sturmgewehr würde ich gerne nehmen, aber so. Ein Extra-Leben. Schadet sicherlich nicht, oder? Naja, passt schon. Oh. Was zur Hölle ist hier los? Dans Erinnerungen an die Ereignisse sind kein Einzelfall. Es gibt mehrere detaillierte Berichte darüber, dass Zivilisten im ganzen Kanoa County entführt worden sind. Ich habe Grund zu glauben, dass die Opfer zur verlassenen Haftanstalt auf der anderen Seite des Flusses gebracht worden sind. Wenn ich mir das kaufe. Warum hat es noch niemand geklaut? Die Frage werdet ihr bald beantworten. Hope One, out. Boah, hier ist ja nur Scheiße drin, ne? Wenn ich mir die hier kaufe, so. Und dann hier die Aufsätze in Riegel. Und die wegschmeiße. Dann nehme ich mir die und schraub mir die neuen Aufsätze drauf. Schraub. Ich habe hier noch ein lilanes Magazin, wenn du das möchtest, mit 75% Magazingröße. Boah, ich werde keine von den Waffen behalten, sagen wir so. Ja, du kannst es ja trotzdem mitnehmen. Nein, kannst du nicht. Kann ich jetzt doch. Verwirrend. Ja, du musst immer die richtige Waffe ausgerüstet haben.
Ja, gut, das könnte... Schnauze da draußen. Sein Outfit hier. Das Outfit vom Propheten, was ich hier eben eingestellt habe. Der sieht irgendwie gruselig aus. Ich wollte übrigens vorhin die ganze Zeit noch sagen, traurig, was aus Haus Lichter geworden ist, aber... Oh. Ist das eine Infiziertengrube? Was so eine Zombie-Apokalypse aus einem machen kann, ist schon... beachtlich. Okay, also die Militärviecher sind genauso wie die Polizisten. Okay. Einmal Helm runter und dann ist alles in Ordnung. Vermutlich halten die Helme nur noch ein bisschen mehr aus als die von den Polizisten. Also ich musste da gerade ganz schön auf drauf schießen. Ah, da ist ein Sleepy. Ach, hinter mir. Nein, böse. Oh, ey. Das ist absolut nicht meine Waffe. Ich habe eigentlich eine relativ gute. Ich habe die Karabiner, aber... Ich finde... Ich merke es total, wenn ich da kein Visier drauf habe. Ich flick dich wieder. Oh, die Uzi verzieht so hart. Ja gut, ich bin sehr auf Waffenkontrolle geskillt. Das ist bei mir meistens halb so wild. Oh. Okay, er ist down. Nice. Denk ich mal ein. Glück gehabt. So, wer kommt da? Fallboy. Ja. Gott, jetzt nicht mehr. Was war hier? Ach, keine Ahnung. Irgendwas wurde aufgesammelt. Ich habe Muni. Nee, es ist Muni. Da nehme ich mit. So, ich bin übrigens gespannt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt eine Kampagne pro DLC haben oder ob das jetzt nur ein DLC ist, was zwei Kampagnen hat. I don't know. Aber das werden wir wahrscheinlich herausfinden. Bubbelkopf! Ich nehme den Bubbelkopf, du gehst weg. Mein Bubbelkopf! Aber noch Kupfi. Ein Kupfanti. Oh, ich höre wieder einen Snitcher. Oh! Entschuldigung, Mr. Prophet. Oh! Nein, böse. Tallboy. Nix mehr Tallboy. Bisschen kleiner Boy. So. Nutze den Lift, ruft nochmal die Horde. Ach, hi. Tschüss. Tschüss, mein Freund. Die Horde brennt. Hast du die Horde jetzt gerufen? Ja. Oh Mann, Schatz, ich will hier doch Sachen angucken. Aber die Horde brennt. Man kann sich hier nicht mal ordentlich umgucken, weil Schatz hier über die Horden ruft. Hallo, ich habe die eben nicht gerufen. Na, indirekt schon, aber nur indirekt. Oh. Boah, wie viel! Wie viel? Was geht denn hier? Das ist ganz schön viel los hier. Da draußen kann man irgendwas suchen. Ja, wir müssen das Ding hier weiter. Oh Gott sei Dank. Danke, ich Chris. Ja, wir müssen die Items von draußen holen, damit wir hier drin weitermachen können. Einfach mal Glück, sagt sie. Warst du auch dabei? Hotgun. Nee, die Alte war nicht dabei. Oh. So. Jetzt machen, was du willst. Ich guck mir jetzt hier erst alles an. Anders, die Pumpgun, die Schatzi gesehen hat. Okay. So, ich bin fertig mit gucken. Ja, ich muss mich mal heilen. So, weg mit euch. Also, ah, toll.
Diese Dingens sind bei mir echt scheiße. Welche Dingens? Die Militärdinger. Mit deiner Waffe? Ja, sind das die allerletzten und ich kriege die gerade gefühlt nur noch hier. Du hast eine Uzi, ne? Ja, es ist der allerletzte Mist, ey. Ich kann mit der gar nicht. Kann sein, dass die Uzi, die hat ja, glaube ich, normale Pistolen-Muni. Und ich kann mir vorstellen, dass da eventuell das Kaliber nicht hoch genug ist. Hurra, ein Tsunami von Infizierten. Genau das, was man will. Oh no! Boah, ich kann mich gerade so gar nicht orientieren. Ich komme auf nix klar. Schatzi? Ja? Du bist noch da? Ja. Okay, weil du gar nicht mehr redest. Ich bin nur irritiert. Ich habe mich übrigens mal hingelegt, ne? Ja, nicht nur du, ich glaube ich gleich auch. Boah, ach, ja, eine Hecke ist da, schön. Ja, ich werde von der Hecke fressen, sag ich dir gerade. Die hat mich aufgegessen, die hat mich wirklich aufgegessen, ich bin in ihr drin. Das ist kein Scherz. Die hat mich verbuddelt. Hallo. Echt ein Kind, Mom? Würde ich das Jugendamt rufen? Ja. Vielen Dank. So, erstmal auf damit. Brauche ich. Ich verbinde mich mal ganz kurz. Die Fische fest dazu. Mach das. Du bist tot, wirklich tot gewesen? Ja, die hat mich einmal aufgesnackt und dann kam ich da nicht mehr raus und konnte, also du konntest auch nichts machen oder so. Die hat mich aufgesnackt. Schön. Und dann war ich weg. Oh, da Schatzi, bin ich auch. Mama, bitte nicht so schnell, ja? Ich will mich. Ja, du kannst dich gerne wieder holen, aber trotzdem, du bist irgendwie gerade so schnell. Ich komme so gar nicht hinterher und ich bin total überfordert mit der ganzen Gesamtsituation hier. Entschuldigung. Alles gut, aber du rennst gerade die ganze Zeit vor. Ich renn bloß dahin, wo wir hinlassen. So, oh, dass ich dich gefunden habe. Schnauze, Sleeper. Oh, je, Swarmer. Lecker. Ah ja, ich sehe ihn. Down. So, du bist down. Okay. Schatzi, wo bist du? Da bist du. Ich bin hier bei allen. Ins Restaurant? Können wir machen. Oh Gott. Erstmal essen gehen. Das braucht man jetzt. Weißt du, ich mach jetzt die normalen. Und du machst die Militärdinge. Wenn das in Ordnung ist. Ja, also mit meinem Sturmgewehr ist das echt kein Problem. Also bei mir ist das, wie gesagt, eine Katastrophe. Du musst nur die ganze Zeit auf den Kopf schießen, dann verlieren die erst ihren Helm und sind dann tot. Ja, bei mir dauert das aber ganz schön lang. Endstation für dich. Feuerland hier, ist auf den Kopf. Hallo. Danke. Über ein Steuerrad? Fürs Schiff. Dazu sag ich nicht. Oh. Hast du Steuerrad? Ja, ich renne gerade. Oh Gott! Okay, der Whaler ist down. Nee. Der Whaler wailt hier noch rum. Nee, er war down. Oh, ich hab das Navi. Aua! Oh, die Horde rennt. Ja. Hallo. So, da kommt noch
Okay. Ja. Oh. Komm, Torboy. Okay. Du hast das Navi? Ich hab da schon mal nach da unten geworfen, damit wir gleich näher dran sind. Ach, da ist das Navi, ja. Okay, kommst du raus? Jo, bin hier. Nice. Oh! Den brauchen wir nicht. Oh! Zustehen kannst du trotzdem, ne? Nur so. V funktioniert. Sind sie weg? Okay. Okay. So. Ich leg mal alles einfach nur dahin, wo es hin soll. Noch nicht reinpacken. Noch nicht reinpacken. Ja. Nicht, dass gleich irgendwas Großes kommt. Bei so viel Lärm kommen bald die Infizierten aus den Löchern. Das nehme ich. Über den Strahler. Ja, den hatte ich hier schon reingeworfen. Ich dachte, das wäre am besten. Ja. Wir gucken nach hier vorne. Ah, Steuerung. Oh Gott. Eine Batterie brauchen wir noch. Ja, die wurde ja auch am Map schon angezeigt. Mach einen Termin mit deiner Faust in meinem Gesicht. Nein, warte, andersrum. Okay, ja, da hinten. Gar nicht so übel. Da hinten? Ins Bootslager. Ach, da hinten, ja, okay, da hinten. Dann wollen wir mal. Das ist ganz schön weit weg. Oh no, hier ist jetzt auf. Wie, hier ist jetzt auf? Ach so. Ich dachte, da du hast den, du hast den Snitcher aktiviert. Oh, das war der Snitcher? Ja. Oh. So, hier. Oh, der ist down. Aua. Da ist was explodiert. Ja, ich habe eine Pipebomb geschmissen, aber eigentlich dachte ich, dass die weit genug weg gewesen wäre. Ah, ich muss die auch mal nachladen. Infiziert. So, da oben ist das Bootslager. Wie kommen wir denn da hoch? Ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt einmal durchgelaufen. Komm mal hier hinten durch? Nö. Hä? Oder muss man hier durch den Tunnel? Auch nicht. Weiter. Ja, von hier kamen wir ja. Ja gut, dann müssen wir beim Restaurant rechts eventuell abbiegen? Vielleicht. Ich bin sehr irritiert. Ist gerade viel zu still. Ich muss mir mal. Einmal drauf spucken. Lecker! Oh, jetzt wird es hier viel zu laut wieder. Irgendwas brüllt hier. Was hier als wir. Ach, ja, hier ist Treppe. Oh. Ja, dann würde ich sagen, hier hoch. Oh, nein. Dann musst du weggehen. Los, geht in Deckung. Bin in Deckung. Die einzige Person, die mich töten kann, bin ich selbst. Oh, Snitchy. Nett. Oh Gott. Ich sehe gar nichts mehr. Ich auch nicht. Viel zu viel. Ich habe mich mal hingelegt. Okay. Mom hat mich aufgehoben. Oh, wurde angesprungen. Das Licht. So, hey, Wailer, hier geblieben. Okay, Wailer ist down. Oh nee, hier ist er. Ja, das ist ein anderer. Ich habe meinen gedownt. Okay, der ist auch down. Ach ja, die Tasche liegt man immer weg, wenn man umgeklatscht wird. Ich habe die Batterie gefunden. Und hier ist Munitions- und Minigun. Die Frage ist, ob es hier noch irgendwas Leckeres gibt.
Oh, hier ist was für einen Pickgun, aber die haben wir nicht, ne? Nee, haben wir nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das was sehr Schönes wäre, was hinter der Pickgun steckt, aber... Leider, leider. Ah, ein bisschen Kupfer haben wir hier noch. Boah, aber das ist ein langes Level, hör mal. Wenn alle 6 Level so lang sind, will ich nicht wissen, wie lang die Kampagne ist. Ja gut, ne, aber man muss dazu sagen, ne, ist ja im Prinzip, also es ist ja ein DLC, ne? Ja. Also dementsprechend, es muss ja auch eine Berechtigung haben, ein DLC zu sein, finde ich. Ja, das stimmt. Hörst du es? Da ist irgendwo ein Snitcher. Ja, unten. Gut. Oh, hier hat irgendwas gegrunzt, was. Oh, da. Weiß nicht, Blobber oder Swarmer oder Käsekuchen. Ah! Das ist aber ein großer. Kommt einfach um die Ecke gesneakt. Okay. Das schießt tot. Ich habe ihm übrigens die Batterie entgegengeschmissen. Ich glaube, ja, das ist, das ist gut. Okay, jetzt müssen wir alles haben. Ja, dann installiere ich auch mal mit. Hast du den Strahler vorne? Wo ist denn der? Ganz vorne, hier raus. Alles installiert. Scheiße, wir müssen noch einmal beim Bootslager. Wir haben eine Sache übersehen. Oh no. Wir sind so dumm. Wir sind so dämlich, ne? Machen wir die Horde hier aber erstmal komplett weg. Ja, ja. Ich falle eh gleich tot um, also. Was? Also, bewusstlos. Ich habe gerade noch 17 Leben. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Es ist. Warte. Wo bist du? Hinter dir. Das muss ich verarzten. Danke. Danke. So. Scheiße, sind wir blöd. Und ich sag noch, oh, das ist ein so großes Gebiet. Hier muss doch noch irgendwas sein. Der Profi ist wieder am Werk. Ach, du bist unten rumgelaufen. Ja, hier schneller. Sagt die Frau zu dem, der vorne ist. Ja, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Die krepelt hier gerade total rum. So, wo ist das andere? Da oben. Nee, da steht nur Bootslager. Oh, oh. Okay. Irgendwo links. Oh, da. Die hacken durch Unterhalt. Hier ist es. Nein, es ist sogar das Ding, wo ich neben stand eben. Okay, das ist blöd. Ja, aber es wurde halt nicht angezeigt, dass wir das auch mitnehmen müssen. Verbindest du mich so gerne, oder was? Dazu sag ich nicht nein. Verbindest du mich so gerne, oder was, Doc? Dazu sag ich nicht nein. Aber ich weiß, ich bin ja der Doc. Ja, ja, ich weiß. Ich glaube, das waren auch zwei Sprüche unabhängig voneinander. Okay, hast du's? Dann let's go. Ja. Wer ist da? Oh, hier unten ist ein Plody. Ja, hier ist mal ein Plody. Irgendwo ist noch ein Bruiser, sagen sie gerade. Ach, wir sind so dämlich, ne? Ich habe mir das eben angeguckt und dachte wirklich so, dass sie so aussieht, müssten wir das mitnehmen. Aber ich konnte es nicht mitnehmen. Ich habe es nicht gesehen. Füll die Munition der Minigun wieder auf. Aha. Ach, das ist das Wichtige. Ich dachte, das wäre ein optionales Ding. Benutze die Steuerung, um das... Wo ist die Steuerung? Hier? Ne, die Bootsteuerung. Okay,
Okay, starte das Boot. 20 Sekunden noch, Shuttle. Aua! Ich hab getroffen. Hilfe? Schatz, sie redet schon wieder nicht mehr mit mir. Sorry! Ich hab gerade eine Keule vorm Gesicht. Abgeschlossen, ey. Das hat 25 Minuten gedauert, das Level. 25 Minuten, ein Level! Wow! Oi, 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 oi. Aber ich muss sagen, ich mag den Propheten. Ich finde ihn witzig, den Horst Lichter, aber... Boah, das Level hat mich ganz schön gekillt, ey. Aber das war mal was anderes, das war cool. Finde ich auch. Und wenn wir nicht so doof gewesen wären, hätte ich das ja auch gerade mitnehmen können und dann wäre das kein Ding gewesen. Ja, dann hätten wir uns 5 Minuten sparen können, auf jeden Fall. Ich würde trotzdem noch ein Level dranhängen, wenn das nicht allzu lang ist, sonst würde ich es in der Mitte cutten. Ja gut, dann probieren wir das. Oh nein, Verkohlte. Ich bin raus. Oh, warum weiß sie das schon? Jetzt sehe ich es erst. Entschuldigung? Guck mal, die alten Weiber sind da. Das sind also auch Kultisten. Und Schlitzer. Schlitzende Kultisten. Warum sind nur wir beide hier in dem Safe-Raum, die anderen nicht? Und Seeigel, die anderen kommen gleich. Die anderen kommen immer erst, wenn man, Wir sind da. Und so. Kanawha County Gefängnis. Rover 2 hier auf 1. Nur Shotguns? Das ist eine Hochsicherheitseinrichtung. Das dachte ich mir auch gerade. Die Insassen drinnen und unbefugte Zivilisten draußen halten sollen. Hier ist ja nur Kacke. Nur Kacke. Ja, absolut. Feinde auf dem Beobachtungsturm sehen euch schon aus einer Meile Entfernung. Den. Und dann nehme ich mir noch den mit. Kopf runter, wenn ihr euch hineinbegebt. Okay. One, out. Warte mal. Wir haben ein Händchen für Arme. Ah, nee, alles gut. Also macht keine Dummheiten. Warum habe ich eine... Hast du eine Brandkarte gespielt? Nein. Du hast hier unten deine Uzi. Hier unten liegt die Uzi. Gibt's hier irgendwo Schokoriegel? Oh, aber die ist gut. Warte mal. Ach, ich hab keinen. Hast du noch Kupfer? Verdammt, ich kann nur die austauschen. Scheiße. Nein, hab ich nicht. Scheiße. Ich hätte nämlich gerne. Aber die Uzi ist halt echt schlecht. Im Gegensatz zu der. Aber die bringt mir so im Ganzen nichts. Also. Ne, da brauchst du eine gute Zweitwaffe. Ja, aber ich habe eine richtig dreckige Zweitwaffe, das ist es ja. Ah, dann nimm du die. Nimm du die. Ich will die nicht nehmen, ich wollte nur das Visier, deswegen frage ich, ob du noch Kupfer hast, damit du die Sachen aufschrauben kannst. Nee, hab ich nicht. Ich habe auch nur noch 61. Ja, dann bleibt sie hier. Tschüss. Wenn du kein Scharfschützengewehr wärst, ne? Ja, dann würde ich... Würden wir dich mitnehmen, so. Wir bringen diesen Job zu Ende. Wir bringen diesen Job zu Ende, ja. Oh! Bewege dich zum Gefängnis. Da ist... Ach, deswegen hast du das Scharfschützengewehr, weil es hier Scharfschützen gibt. Oh Gott. Also... Die Scharfschützen gehen mir auf den Sack, muss ich sagen. Ja, ich verstehe das. Und ich weiß auch nicht, wie ich da hochkomme. Hier sind Türen. Ich schon. Na, immer eine bessere Pistole. Ah, die ist sogar noch besser. Scharfschütze! Das nehme ich. Oh! Erste-Hilfe-Schrank. Schatzi? Ja? Kommst du zu mir? Ich muss mal gerade Dinge aufbrechen. So. Scharfschützen sind down. Ja? Ja. Ja.
Die wird garantiert nicht perfekt sein, aber die wird wahrscheinlich besser sein als keine Waffe. Und Schatz, ich kommst du mal zu mir? Ja, bin unterwegs. Runter! Ja, und fettert ihre Kinder! Es wird bald vorbei sein! Yeah. Los Dankos! Okay. Der Sleepy ist down. Hi Schlitzer. Tschüss Schlitzer. Oh, da sind die Fackeln wieder. Aua. Scheißer werden immer hässlicher. Das ist gleich davor. Was ist das? Ah, ein Schlitzer. Ach so, wenn sonst nichts ist. Oh, der Sleepy ist ja schon weg. So, hier gibt's gleich wieder den Brutz. Der Brutzler von Wiesenhof rennt hier wieder rum. Ja, da hinten kommt. Okay. Was? Bitte was? Blitze aus Dunkelheit und Flammen? Blitze aus Dunkelheit und Flammen. Blitze! Achtung, Stolperdrähte. Stolperdrähte? Ja, hier, direkt vor uns. Vorsicht! Ey! Schatz, schubst mich einfach. Oh! Oh nein, der Brutzler war da! Okay, da haben wir wieder eine Taschka. Kannst du die mitnehmen, oder? Hallo Julia, was hast du gefunden? Eine Scar. Mhm. Tasche hast du auch? Ja. Okay. So, mal hier. Ach, das zu essen. Okay. Oh. Eine Rohrbombe. Was los? Ich bin schon bei den Scharfschützen. Zwei habe ich schon weg. Ja. Oh nein, der Brutzler war da. Ich fühle die Dunkelheit. Oh. Oh no! Noga! Ja, es stand da, dass ein Boss kommt. Ich flick dich wieder. Der Ogre ist übers Haus geklettert. Naja, wenn er Spaß dran hat. Wo ist Ogre? Ogre ist da. Ogre hat keinen Bock auf uns. Vorsicht übrigens, hinter uns ist ein Stolperdraht. Genau in diesem Durchgang. Ja, ja, ich bin das gerade am Kultisten schnetzeln. Ja, alles gut. Ich wollte dir nur sagen, dass wir da nicht einfach weitergehen dürfen, ohne vorher zu gucken. Den wir lieber. Igeln, sag das dem Propheten, der rennt da gleich das rein. Nehme ich. Okay. Kann man das irgendwie deaktivieren? Kann man da einfach drüber springen? Ach, man kann die Dinger zerschießen. Seid vorsichtig. Wenn man auf das Grüne schießt, dann ist alles Taco. Okay. Krieg's nicht geknackt. Ich muss es sprengen. Oh nein! Krieg's nicht geknackt, muss ich sprengen. Sprengolo! So, lade nach! Was war das? Unter dir. Da kommt gleich irgendwas raus. Oh, na da ist der Ogre. Ah, ich krieg die alte nicht down. Und ich brenne. Oh no. Ich reiß dir das Herz durch den Schlund.
Au, 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 die ganzen Brutzler hier. Ja, mir auch. Okay. Okay, ich hab einen Sniper weg. Ich hab auch einen weg. Ja, dann. Kannst du den holen? Brutzler! Das Licht! Und Blitze aus Schatten! Schnauze, Ogri! Burning, 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 Ogri! Burning, 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 Ogri! Nee, oh, das war's! Oh mein Gott, ich bin ein Brutzler! Ich bin ein Brutzler von diesem Hof! Ogri ist down! Alte Frau ist auch abgestochen! Klingt böse, ist aber genau das, was passiert ist. Ja, hier ist noch eine alte Frau. Stirb, alte Frau, ich hasse Rentner. Verarzte dich, Mom. Bitte. Das Licht hat noch viel mit dir vor. Sleeper will ich auch nicht. Hey! Kraftriegel nehme ich mit. Lecker. Ich bin in eine Falle getreten. In so ein Stolperdraht? Nee. Bärenfalle? Schlimmer. Hier ist sie um, falls du die haben willst. Kommt drauf an, welche Farbe hat die denn? Grün. Ich nehme das als Nein. Nee, blau. Blau aufwärts, bitte. Oh, aber vielleicht. Ich knack hier mal, ne? Ja, das knackt mal ein bisschen. Mit den Fingergelenken. Ein Visier? Sieht die neben Visier? Ich hab das Visier gesehen. So. Ihr seid schon so gut wie tot. Hängt ist eigentlich nicht das Visier, was ich haben wollte, aber. Oh, hier ist heilen. Das ist eine schöne AK. Die ist ganz schön laut. Gott, hilf uns. Die ist gut. Nee. Oder? Doch. Oh, noch so. Ein Schnetzler. Oh, schon ein Schnetzler wieder noch. Was? Arthur. Warum lachst du? Nee, weil sich jetzt der Wiesenhof so durchgesetzt hat. Ich habe ihn selbst geschnetzelt. Der Schnetzler von dem Wiesenhof? Ja. Okay. Hier ist ich bin fertig da drin. Eine Glock. Die Glock drum. Guck mal. So. Ja, haben wir jetzt nicht vor, oder? Nee, natürlich nicht, aber gefunden haben wir es trotzdem. Hey! Was ist denn das? Unter Evansburg Hope und unter uns. Danke. Hey, Burner! Ja, nicht nur du. Ich mach da auch mit. Hier ist noch einer. Schnauze, Grandma. Ja, Grandma steht sich in meinem Weg. Ja, da kommt noch eine Grandma. Ah, ne, das ist gar keine Grandma, das ist so ein Seeigel. Seeigel? Ja, die heißen Urchin. Lizzie hat einen Autoalarm ausgelöst. Ja, Lizzie hat aufs Fenster geschossen, aber ich habe einen Autoalarm ausgelöst. Ich kenne das, ich löse auch einen Autoalarm aus, wenn ich auf Fenster schieße. Was ist denn ein Autofenster? Nee, ich bin hier gerade bei den Snipern. Hallo! Könnt ihr mich mal nicht anburnen? Oh, sie hat einen Autoalarm ausgelöst. Ja, weil ein Burner hinter mir war. Da muss ich sagen, den habe ich wirklich noch ausgelöst. Grandma. Aber hey, ich gestehe es wenigstens. Wenn es so war. Da kommt noch ein Stück. Nein, schießt da nicht ein. Das ist ein Exploder. So, müssen wir da ran? Ach, Moment, ich muss immer den Sprengstoff platzieren. Ich glaube, die wollen Blut sehen. Meinst du? Vorsicht, Schatz. Ja, ja. So, komm rein, Schatz. Bist du? Ich bin schon lange. Schön, langsam. Ende. Das hat gut getan.
das war sehr in Ordnung. Gut, Freunde, ich würde mal sagen, das war das Level und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, wie es noch so weitergeht. Tschüdelü. Tschüdelü.